herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich habe mir gedacht, ich drehe mal wieder ein Video für euch. Ich habe nur zufälligerweise jetzt denselben Pulli wieder an, aber es ist ein anderer Tag. Ihr merkt das vielleicht daran, weil das Kamerabild dieses Mal wieder anders ist. Letztes Mal habe ich die Kamera von meinem Mann verwendet und die ist super zum Fotografieren, aber leider nicht so gut zum Filmen. Und die hat dann ständig fokussiert und entfokussiert. Genau. Und dieses Mal ist es endlich wieder meine Kamera. Es ist gerade 2 Uhr morgens, weshalb ich auch etwas leiser sein muss, weil mein Mann natürlich schon schläft. Aber ich komme gerade vom Kino und habe mir gedacht, jetzt drehe ich mal wieder Videos für euch, weil ich einfach das Problem habe, dass ich noch so viele Unboxings habe von letzten Monat, die ich nicht online bringen konnte wegen der Glow. Und die werde ich aber dafür jetzt miteinander online bringen. Hat einfach zeitlich nicht funktioniert mit den Videos. Ich hätte mehr Videotage machen müssen, hätte ich aber beruflich nicht geschafft. Ja, und so weiter. Ja, bevor ich anfange, ist es ja so, dass ich viel in den Boxen immer drin habe, was ich entweder schon habe oder was ich nicht verwende, nicht brauche, sonstiges. Und jetzt habe ich mir gedacht, dass ich aus allen Boxen, das heißt Look Fantastic Box, My Little Box, aus der Vanashi die Welt Box, aus der Degusta Box, aus der Glossy Box, habe ich die schon gesagt, einfach ein Produkt raussuche. Also mindestens immer ein Produkt raussuche, das ich an euch verlosen werde. Wenn ihr wissen wollt, welches Produkt es ist, müsst ihr natürlich die jeweiligen Videos angucken. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich eine Box am Ende des Monats verlose mit den ganzen Produkten eben. Und da kaufe ich natürlich selber noch was rein. Aber das ist ein Highlight-Produkt, von dem ich nichts sage sozusagen. Also ihr wisst nur die Produkte, die ich aus den Boxen verlose während den Unboxings und dann kaufe ich aber noch was dazu. Wenn ihr Bock drauf habt, kommt dann eben jeden Monatsende ein Video online, weil einfach ja ich sehr viele Produkte habe und einfach nicht mehr so viel brauche und so kann ich euch wenigstens was Gutes tun. Und ich würde sagen, dass wir mit den Boxen von diesem Monat anfangen, weil das Zeug von den letzten Boxen, das habe ich natürlich schon aufgeräumt. Das ist schon im Schrank und das hole ich jetzt auch nicht mehr raus. Aber von diesem Monat fangen wir an. Auch wenn ich beide jetzt online bringe sozusagen, wird es bloß aus der Februarbox was verlost. Also stelle ich was zusammen. Genau, so kann ich euch eine Freude machen und ich sammle nicht so viel Zeug an und mein Mann ist dann auch glücklich, wenn ich nicht so viel Zeug ansammle. So, aber jetzt kommen wir zum Unboxing und zwar haben wir hier die My Little Box natürlich und dieses Mal haben wir das Thema Kosmos, also Weltall mit so Sternen und holographisch und alles, also mega schön gestaltet finde ich und die packe ich jetzt natürlich mit euch aus und auf jeden Fall dranbleiben, denn aus dieser Box wird auf jeden Fall ein Produkt in die Verlosungsbox kommen. Dann gucken wir, so sieht sie von innen aus. Also wir haben hier anscheinend keine Karte, sondern, gucken wir, Sticker sind es, glaube ich. Und zwar sind es so Planet- und Sternbild-Sticker. Finde ich schade, die hätten da eine richtig, richtig schöne, auch holographische Karte machen können. Aber sie haben Sticker gemacht. Gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Mir gefallen die Karten besser, weil ich einfach mit Sticker nicht so viel anfangen kann. Ich guck mal, ob ich die für mein Scrapbook verwenden kann. Wenn nicht, werde ich die Sticker meinem Bruder geben und meinem Neffen, also meinen größeren Neffen, weil die haben bei meinen Eltern so einen Schrank, da wo sie alles mit Aufkleber zukleistern. Und mein ganz kleiner Neffe, der reißt dann die ganzen Aufkleber wieder runter. Also sie brauchen auf jeden Fall einen Aufschub, auch wenn der ganze Schrank schon voll ist. Ja, das wäre dann die letzte Lösung, falls es keiner braucht. Und dann sieht es so hier aus. Wir haben hier einmal eine Tasche und noch 2 Produkte. Ich würde sagen, die Tasche legen wir schnell auf die Seite und machen diese Produkte noch. Wir haben einmal von My Little Box, es klimpert auf jeden Fall schön, und zwar Moon in Taurus Sternzeichenkette. Oh, das ist cool. Jeder dieser Halsketten hat ihren ganz eigenen Charakter, genau wie du. Auf jedem dieser Anhänger ist dein persönliches Sternzeichen eingraviert. So trägst du die Kraft der Sterne immer bei dir. Lieber Stier, in diesem Jahr nehmen dich die Sterne mit auf einen Höhenflug. Du genießt das süße Leben und gibst dich der einen oder anderen wilden Träumerei hin. Also so sieht die Verpackung aus, auch wieder mega schön. Und ja, Taurus stimmt auf jeden Fall. Ich bin von Sternzeichen Stier, habe im Mai Geburtstag. Finde ich cool. Gucken wir mal, wie die aussieht. Oh, die ist echt schön. Wir haben hier so ein größeres Blättchen im Hintergrund, das so ein bisschen gewellt ist. Und dann vorne eben das Sternzeichen drauf. Taurus steht sogar auch noch mit drauf. Ich habe gar nicht gewusst, wie mein Sternzeichen aussieht, muss ich ehrlich zugeben.
Aber ich finde es mega cool. Die sieht auch mega schön aus. Also die werde ich auf jeden Fall tragen. Die ist jetzt auch nicht zu groß. Ist sehr schön dezent. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Finde ich auf jeden Fall cool, dass sie jedem sein individuelles Sternzeichen reingetan haben sozusagen. Weil ich glaube, das ist schon eine Arbeit, das rauszusuchen, wer welche Sternzeichen hat. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, und dann haben wir hier noch ein kleines Tiegelchen. Die sieht so aus und da ist was Silbernes drin. Und das ist dieses Mal wieder von My Little Beauty. Hatten wir ja die letzte Zeit nicht so oft drin. Ein Produkt von My Little Beauty. Reinigende Maske. To the Moon and Back. Diese extra galaktische Pflegemaske verwöhnt deine Haut mit der magischen Kraft vom Mondstein, Kauit und schwarzem Kümmelöl. Nach 10 bis 15 Minuten lässt sie sich ganz sanft als Reinigungsmilch entfernen. Okay, wie das jetzt funktioniert? Gute Frage. Gucken wir mal rein, ob die offen ist. Ja, die ist offen. Der Geruch ist ein bisschen wie Naturkosmetik, finde ich. Also so riecht bei mir die meiste Naturkosmetik. Die Konsistenz, die ist eher gelig, würde ich sagen, aber eher ein flüssigeres Gel. Also kein festes Gel, sondern ein flüssigeres Gel. Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass ich das als Maske und Reinigungsmilch verwende, weil die Reinigungsmilch verwende ich ja eigentlich, um mein Make-up zu entfernen. Aber die Maske verwende ich doch eigentlich, nachdem ich mein Make-up entfernt habe. Also wenn ihr eine Ahnung habt, wie die zu verwenden ist, ich weiß es leider nicht. Wenn keiner eine Ahnung hat, werde ich es einfach ausprobieren, einmal mit Make-up und einmal ohne Make-up. Vielleicht finde ich dann raus, wie genau man die verwendet. Aber an sich eine coole Sache. Sieht auch echt cool aus mit dem Silber. Ich stehe auf alles, was glitzert. Und jetzt kommen wir zu dieser schönen Tasche mit einem schönen Schleifchen. Und zwar haben wir hier eine kleine Klatsch, würde ich jetzt sagen. Also eine, die man eben hier so runterklemmen kann oder tragen kann, wie auch immer. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Das letzte Mal hatten wir auch eine Tasche drin, aber die war größer und so eben zum Rausgehen. Finde ich die auf jeden Fall gut zum Fortgehen, also wenn man in die Disco geht oder wenn man auf den Ball geht oder so, finde ich die gar nicht so schlecht. Ich habe schon sehr viele Taschen von meiner Little Box, aber an sich finde ich es cool. Und da gucken wir jetzt rein, denn da ist was drin. Und zwar haben wir einmal von Veleda Beauty Balm 5 in 1 getönte Tagespflege. Hört sich gut an. Und Veleda ist auch nicht billig. Ebenmäßiger Tarn mit mineralischen Farbpigmenten für alle Hauttypen. Super. In Bronze. Sehe ich aus, als wenn ich Bronze wäre? Nein, ich bin eher Käsekuchenblass. Oder gibt es noch was Besseres zum Beschreiben? Wandweiß? Ja, also die passt auf jeden Fall nicht. Und deswegen wird das auch auf jeden Fall ein Produkt sein, das in die Box reinkommt. Weil ich kann es nicht gebrauchen. Vielleicht kann einer von euch damit was anfangen. Und wie jeder ist auch teuer. Und da habe ich keine Lust, dass das bei mir rumliegt. Ja. Deswegen, das erste Produkt, was in meine Box kommt, das lege ich mir gleich hier auf die Seite. Dann haben wir von Mercy Handy New Wave Love Hand Cream. Genau, von Mercy Handy wieder eine Handcreme, die Sorte New Wave in Blau. Habe ich noch nicht, ich glaube, ich habe jetzt die rote und das war's, glaube ich. Ich habe dann noch so Handgels, aber ich glaube, das mehr Handcremes habe ich noch nicht. Finde ich auf jeden Fall cool. Mercy Handy verwende ich gerne. Ist eine richtig schöne Größe, auch vor allem für mich, für die Arbeit. Und deswegen auf jeden Fall ein Top-Produkt. Und die kostet auch, glaube ich, um die 5 Euro, wenn ich mich nicht täusche. So, und dann haben wir noch ein Produkt, und zwar irgendwas mit Plastik. Ach, wie cool. Two Miracle Mini Eraser Sponges. Genau, also Minischwämme. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind die kleinen von Real Techniques, die man eben auch sehr gut für Concealer verwenden kann. Ich habe ehrlich gesagt schon sehr viel von denen gehört, auch bei anderen YouTubern. Und Real Techniques ist mir aber meistens ein bisschen zu teuer. Deswegen finde ich auf jeden Fall cool, dass die drin sind. Werde ich auf jeden Fall sehr gerne ausprobieren. Muss mich aber noch daran gewöhnen, weil ich eigentlich für alles einen Schwamm habe, dass ich vielleicht mal das hernehme. Vielleicht tue ich mich dann auch leichter mit dem Concealer. Mal gucken. Aber werde ich super gerne verwenden und finde ich sehr cool, weil ich mir das einfach nicht selber gekauft hätte. Und das waren dann alle Produkte. Wir hatten jetzt insgesamt 2 Lifestyle-Produkte. Die Sticker zähle ich jetzt nicht als Lifestyle-Produkt. Und dann hatten wir noch 4 Pflegeprodukte. Also ist wieder sehr viel. Normalerweise sind es ja immer 2 Lifestyle-Produkte und 3 Pflegeprodukte, aber dieses Mal ist es wieder mehr. Erstes Lifestyle-Produkt, diese Tasche, finde ich cool. Werde ich aber jedenfalls nicht so oft verwenden können, weil ich einfach kein Partygänger bin. Ich bin kein Party-People.
Ich bin eher der daheim auf der Couch Sitzer und deswegen, ja, werde ich verwenden, aber muss ich mal gucken, wann, wie, wo, was, das weiß ich noch nicht. Dann haben wir als nächstes Lifestyle-Produkt diese schöne Kette in Gold. Die finde ich mega schön, die finde ich mega cool und dass sie sich die Arbeit gemacht haben, von jedem das Sternzeichen rauszusuchen, finde ich toll. Also die gefällt mir auf jeden Fall, finde ich, ist auch mein Highlight-Produkt aus dieser Box, muss ich schon sagen. Mega gut. Dann haben wir einmal von Veleda eben diese Tagescreme, die ich als erstes in eure Verlosungsbox reinpacke, die Ende des Monats dann verlost wird, wenn alle Unboxings natürlich durch sind. Genau, da könnt ihr dieses einmal gewinnen. Finde ich an sich ein super Produkt, aber ist halt einfach nicht meine Farbe. Kann ich leider nichts machen. Dann hatten wir einmal drin von My Little Beauty eben diese Maske und Reinigungsmilch, also beides 2-in-1 Produkt. Finde ich auch cool, werde ich sehr gerne verwenden und sieht auch mega cool aus. Dann einmal von Mercy Handy diese Handcreme in New Wave. Genau, wie gesagt, sehr gut. Mercy Handy ist sehr gut. Und auch eines meiner Highlight-Produkte neben der Kette, die Real Techniques Schwämme, weil ich die mir einfach selber nicht gekauft hätte, aber schon so viel darüber gehört. Und ja, dann die Sticker, aber mit denen konnte ich nicht so viel anfangen. Das war's jetzt mit der Box. Das waren alle Produkte. Ich finde, es ist eine solide, schöne Box. Ich hatte natürlich schon bessere, ich hatte aber auch schlechtere. Ist natürlich ein bisschen doof, dass erstens meine Farbe nicht drin ist von diesem Veleda, weil ich glaube, da geben wir auch ein Profil an, wenn ich mich nicht täusche. Und ich sehe wirklich nicht aus wie Bronze und das habe ich auch sicher nicht angegeben. Die Tasche ist doof, dass wieder eine Tasche drin ist, aber es ist ja an sich eine andere Form von Tasche, die man zu anderen Anlässen gebrauchen kann, deswegen finde ich es nicht so schlimm. Ja, und sonst die Pflegeprodukte, top. Also zwei Produkte, die hätten nicht sein müssen. Hätte mich gefreut, wenn es was anderes gewesen wäre. Und die anderen vier finde ich sehr gut. Ich finde es auch super, dass wieder ein Produkt mehr drin ist. Natürlich, da freut man sich immer drüber. Und das war es auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte denkt daran, am Ende des Monats wird dann nach den ganzen Unboxings die erste Box verlost. Ich hoffe, euch gefällt's, weil dann kann ich euch wirklich eine Freude machen. Ist wirklich nur für euch und werde ich auf jeden Fall noch was dazu kaufen. Wenn es euch gefallen hat, werde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich natürlich auch sehr über einen Kommentar freuen. Ich versuche jedes Kommentar zu beantworten, auch wenn es ab und zu etwas länger dauert, da ich einfach noch Vollzeit arbeite. Aber ich lese mir sehr, sehr gern eure Kommentare durch und beantworte sie auch. Und ihr könnt mich natürlich auch abonnieren, einfach irgendwo da unten in der Beschreibung oder neben der Beschreibung den Abonnieren-Button klicken, den roten oder am Schluss hier irgendwo an der Seite auf mein Gesicht. Genau, und dann hoffe ich einfach, wir sehen uns beim nächsten Video, das wahrscheinlich auch wieder ein Unboxing sein wird und wo auf jeden Fall das nächste Produkt gezeigt wird, was ihr gewinnen könnt. Dann auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!